setzen die Dinger vom Körper weg. Wir ziehen einfach nur hoch. Bleiben oben. Ihr drückt die Beine ein bisschen zusammen. Ja, wenn ihr aufgepumpt seid, dann könnt ihr sie ja nicht zusammendrücken, aber ich kann sie zusammendrücken. Also gut, wenn wir alle aufgepumpt haben, dann drücken wir sie nicht zusammen. Okay, beugen, strecken, beugen, strecken. So, dein Hüftschwung, der hat mir vorhin schon ganz gut gefallen, jetzt bin ich auf den nächsten Hüftschwung gespannt. Das Ding bleibt oben und vom Prinzip, das Ding geht immer in die andere Richtung wie der Po. Und das hätte ich gerne schön groß. Ja. Andersrum. Und wir lösen. Jetzt schwingen wir das Ding mal locker um uns rum. Richtig schön locker. Okay. Mit dem Oberkörper geht ihr nach vorne, ihr habt hinten ein leichtes Hohlkreuz. Und dann schiebt ihr das Ding immer wechselseitig nach rechts und links, aber schön locker. Also nicht verkrampft, sondern wirklich schön, dass der Körper so ein bisschen schneller feuert, ein Golfschläger, der so durchzieht. Ah, guck mal, das ist schon richtig gut. Jawohl, spielt ihr alle Golf oder was? Okay, nach oben und runter. Den Rücken, der bleibt immer in dieser gleichen Position, genau, immer nur hochschiebt und versucht mal die Arme so lang wie möglich zu lassen. Ihr habt alle ziemlich krumme Arme. Mhm. Besser. Lieber nicht so hoch, aber die Arme sind lang und auf Spannung. Langsam lösen. So, dann ziehen wir den unter die Achsel. Lasst bitte die Hand locker unten hängen. So, und dann machen wir ein bisschen mal was fürs Handgelenk. Ihr lasst das Ding fallen und fangt es aber wieder auf. Einfach kurz loslassen. Wenn es runterfällt.
Man denkt ja immer, jetzt wäre ich mal ein bisschen gewagter, ne? Und schon fällt er fast runter. Aber nur fast. Große Fresse kann man schon mal haben. Ich hab's gesagt. Okay, andere Seite. Es ist wirklich schwieriger, wenn man den weiter weg, dann den nochmal so zu fangen. Okay, und jetzt nochmal das Gleiche. Das Ding vorne halten, Ellbogen sind höher als die Hände und wieder runter. Das gleiche mal hin zum Trizeps, hochziehen und ab. Hoch und ab. Denk mal dran, die Schulter bleibt schön hinten.